Schauen wir gleich mal weiter, was es wieder in meinem Dateidepot gibt, was ihr mir geschenkt habt. Ja, und damit ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Bitwalker. Zwei Autos habe ich noch hier: einen Aston und einen Lancer Evolution. Schlepper 400 hat mir ein Fahrzeug geschickt hier. Im Design gelb-grau, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, im ersten Blick. Hier wurscht, laden wir einfach mal runter und schauen mal genauer drauf, was er mir hier so zusammengeschraubt hat. So, wo ist er? Suchen wir ihn mal durch hier. Hoppala, falsche Abteilung. Na, dass ich es erwische hier. So, hier nach Marke, Aston Martin, und da ist eh gleich. Ja, genau. Stylisches Gelb-Grau. DB9 Coupé. Auch meiner Meinung nach einer der schönsten Aston Martin. Ja, und hier im schicken Renndesign. Ah, die Front ist einfach wunderschön, kann man sagen, was man will. Schlepper 400. Danke schon mal wieder dafür. Den werden wir jetzt gleich mal auf der Strecke testen. Das ist wirklich eine schöne Farbkombination. Also grau vorne auf der Motorhaube sieht man so ein bisschen Struktur. Also meine Bits, die Nullen und die Einsen, jawohl. Ja, da mal gar nicht lange herumfackeln hier. Wir werden hier die Welttournee weiterführen. Zurück auf den Silverstone Racing Circuit in Northamptonshire, England. Rennen 20 von 27 und es geht hier nach Silverstone, nach England. Ja, das trifft sich gut. Man, dass der Aston Martin aus England kommt, ist ja bekannt. Also geht es mehr oder weniger in seine Heimat, zurück nach Hause, wo er sich beweisen kann, wo er zeigen kann, wie gut er auf der Strecke ist. Ich bin schon gespannt, jetzt sind es nur mehr wenige Rennen, bis die Karriere vorbei ist. Auf YouTube wurde ich gefragt, ob ich am Anschluss die Herausforderungen mache. Gute Frage, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Muss ich mich direkt mal genauer beschäftigen damit? Oder schlagt ihr mir mal vor, was macht man eigentlich, wenn die Karriere fertig ist? Ich weiß es noch nicht. Ich hatte noch kein Forza Game, was ich dann auch bis zum Schluss spielte. Ich meine, ich habe Forza 3 mal ganz kurz angetestet. Das war es dann auch schon wieder. Aber schreibt mir mal, was man dann so im Nachhinein eigentlich machen kann, machen soll und ja, was ihr euch gerne wünscht. Ein paar Races sind es ja noch, so also ein bisschen was zu sehen gibt es ja. So, ja, ganz nett hier auf der Rennstrecke. Ihr seht lauter Aston Martin. Ja klar, es ist auch ein Aston Martin Cup mehr oder weniger. Also fährt da wirklich viel Kohle herum. So, schauen wir mal, dass wir hier mitkommen. Die ersten Runden sind ja so eine Sache. Welche Streckenführung haben wir überhaupt? Ah, okay, die etwas gekürzte. Das heißt, hier diesen Haken darf man nie übersehen, damit man da nicht irgendwo mal in der Botanik landet. So, und dann ziehen wir gleich mit den anderen. Also leistungstechnisch bin ich gleich auf mit den anderen Fahrzeugen. Was ja meistens bedeutet, dass es halbwegs gut gehen sollte. Sechs Runden zu fahren hier in Silverstone. Ja, das sind dann schon Rundenanzahlen. Die sind mir wirklich lieber. Ich mag es einfach gerne, wenn man mehr Runden fährt. Da kann man auch mal ein bisschen Blödsinn machen und hat die Chance, dass man das dann natürlich alles korrigiert, ausbessert oder aufholt. Ja, da macht es einfach mehr Spaß, als wenn man nur so drei oder zwei Runden fährt, wo man sich im Prinzip nichts erlauben darf, denn ein Fehler und die Sache ist vorbei. Bei sechs Runden kann man schon ein bisschen spielen, kann man mal ein bisschen, ja, so wie der da vorne, einen Ausritt in die Botanik machen. Das heißt hier Gott sei Dank noch gar nichts. Ja, schießt eh ganz frech einfach wieder auf die Strecke raus, drängt den einen gleich mal ab hier. So ein Gauner. Ja, ich finde es aber nett, dass die KI auch da ein bisschen so, ja, sagen wir mal, geistig flexibel ist, dass sie auch mal Blödsinn macht und einen Fehler produziert. Denn ganz ohne wäre es ja fast dann eigentlich. Naja, teilweise oft immer ein bisschen chancenlos, dass man ein Rennen gewinnt. Kommt mir zumindest vor, so etliche Races habe ich schon gewonnen, eben weil der KI mir ein bisschen gepfuscht hat. Und es hat es einfach gebraucht, denn ja, gerade diese 1 versus 1 Rennen, da bin ich mir schon immer ein bisschen chancenlos vorgekommen und habe sehr oft nur eigentlich durch Glück gewonnen. Oder vielleicht mal, weil ich halt zum richtigen Zeitpunkt vielleicht ein bisschen ja, richtig abgekürzt habe. Ja, genau, und da fährt er auch schon wieder ein bisschen. Ja, dorthin, wo er nicht hin soll, wie ich vorhin gesagt habe, diese Ecke nicht übersehen, nicht vergessen, dass es die gekürzte Strecke ist. Ja, und da wäre es auch schon fast passiert. Na, eigentlich ist es passiert, aber
ja, wir haben ja Zeit, das Ganze hier wieder ein bisschen aufzuholen. Und die Front schaut auch nicht mehr ganz so schön aus. Uiuiui. Da habe ich schon ein bisschen Dellen produziert. Ja, quatschen wir vielleicht mal ganz kurz über Forza Horizont. Oder wie auch immer, dass man aussprechen soll. Wurde auch gefragt hier bei YouTube, ob ich mir das holen werde. Weiß ich ehrlich gesagt noch überhaupt nicht. Ich habe mir jetzt mal die ersten Videos angeschaut und die ersten Berichte gelesen. Horcht sich schon interessant an. Also es wurde ja hier geschrieben, oder andersrum, man hatte ein bisschen so die Angst, dass aus Forza irgendwie so eine Arcade-Schleuder wird, irgendwie so ja, à la Gotham Racing oder so weiter. Man hat mir auch Spaß gemacht, kein Thema, aber Forza, glaube ich, oder die Fangemeinde von Forza besteht einfach hauptsächlich aus Racern, die einfach auf Simulationslast stehen, die das wollen, dass das Ganze recht realistisch ist. Und da wurde mir alles geschrieben, habe ich vor kurzem einen Bericht gelesen, also vor kurzem, eigentlich gestern, dass man die Bedenken hier nicht haben braucht. Also sie haben das Beste von Forza genommen, also die ganze Engine, die Engine, die das Fahrverhalten berechnet und dergleichen, wurde reingesetzt in eine freie Umgebung und ja, also kommt sehr gut an. Es ist schon so, sie haben das Schadensmodell ist weggelassen, also es passiert beim Auto nichts mehr, mal außer optische Schäden und so weiter, aber das kann man vielleicht verkraften, denn ja, ich weiß nicht genau, was wirklich alles weggelassen wurde. Ich kann mir vorstellen, kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es überhaupt keine Schäden mehr gibt, aber gut, vielleicht müssen wir ein bisschen auf genaueres warten. Meine Open World ist schon nett, wenn man eine riesen Insel hat, man spricht hier von 200, 300 Quadratkilometer, die befahrbar sein sollen. Ja, à la Test Drive Unlimited, glaube ich, hätte es geheißen, oder? Wo man da auf Hawaii, und dann hat es Test Drive Unlimited 2, glaube ich, gegeben, da mit Ibiza oder sowas, habe ich nicht gehabt. Unlimited 1 habe ich gehabt, aber das 2 eben nicht. Und das war schon irgendwo nett, wenn man die ganze Gegend so frei befahren konnte. Natürlich erst mit der grafischen Leistung hier von Forza, von den Fahrzeugen, dann mit einer großen Umgebung, klingt schon sehr interessant, sehr nett. Aber ich werde mal da warten, was die Testberichte sagen. Und wie gesagt, Racer sind ja eigentlich so eine kleine, ja, wie man so schon sagt, so eine kleine Ablenkung von meiner Shooter-Leidenschaft, dass man ein bisschen so, wie man halt bei einem Hobby betreibt, neben seinem Job ein bisschen was anderes zu machen. Mal schauen, eventuell werde ich es mir holen. Ja, warten wir mal ein bisschen ab. Also vorbestellen tue ich es mir noch nicht. Ich warte einfach mal, was die ersten Testberichte sagen, ob das schon etwas ist, was mir auch zusagt. Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen mit weiteren Informationen ranrücken und die hier in die Comments reinposten. Vielleicht habt ihr auch ein paar Links, wo man noch weitere Informationen bekommt. Groß und ganz, wie gesagt, der Bericht, den ich da hier gelesen habe, war schon durchwegs positiv und der Redakteur war einfach positiv überrascht, dass doch mehr das Gute da ist als irgendwas Schlechtes. Ja. Also von dem her gesehen können wir, glaube ich, schon mal recht optimistisch sein, dass die Jungs, die das machen, hier nicht irgendwas zusammenpfuschen. Wie gesagt, denen ist ja auch bewusst natürlich, dass die Forza-Gemeinde genau schaut, was da kommen wird, denn ja, wie gesagt, ihr seid einfach Fans von Racern und keine Arcade-Schleuder-Spieler und deshalb muss auch, wenn Forza draufsteht, Forza drinnen sein und ja, das ist denen schon bewusst und ich glaube, die werden wahrscheinlich entsprechend daran schrauben, dass das Ganze so sein wird, wie wir es uns erhoffen und erwarten. Aber natürlich, das Endprodukt können wir erst beurteilen, wenn es wirklich im DVD-Laufwerk drinnen liegt und dann von uns gespielt werden kann. So, wie schaut es hier mit meinem Aston Martin aus? Ich bin ja vorne weg, das ist schon mal sehr gut. Es geht hier in die vorletzte Runde, Runde 5 und 6. Abstand nach hinten, ja, ist auch ein bisschen gegeben, also ich könnte mal wieder einen kurzen Pinkelstopp einlegen, ohne dass ich großartig in die Bredouille komme. Das sollte sich mittlerweile ausgehen. Die Strecke hier in Silverstone ist wirklich ganz nett. Auch wenn ich die längere Streckenführung lieber mag, da kann man noch ein bisschen mehr bolzen, weil das da hinten wirklich ein bisschen so eine längere Gerade, mit einer leichten Schikane nur. Aber gut, fahren wir halt einfach mal hier rum, die gekürzte Version ist ja auch in Ordnung hier.
Ich bekomme ja immer wieder auch Anfragen, dass ihr mir Fahrzeuge schicken wollt. Das geht natürlich nur, wenn ihr in der Freundesliste seid. Also bitte schreibt mich einfach an. Ich habe einfach ein Problem mit einer permanent vollen Freundesliste. Mein Problem ist übertrieben, aber es ist einfach so, viele Leute haben mich in der Freundesliste immer laufen und so. Und ja, ich misste regelmäßig aus, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Wenn etliche Leute dann schon wochenlang oder tagelang nicht mehr online waren oder Leute nach Wochen in meiner Freundesliste mir nichts sagen, weil ich einfach keinen Kontakt zu denen habe oder weil man die einfach nie am Server trifft oder gemeinsam spielt, dann schmeiße ich die einfach raus. Und wie gesagt, das ist keine persönliche Sache demjenigen gegenüber, dass ich den nicht mag oder was. Ne, ist einfach eine Sache, ich brauche einfach Platz in meiner Freundesliste, damit eben ihr mir dann zum Beispiel ein Fahrzeug schicken könnt. Also nicht böse sein, wenn ihr mal rausfliegt und vielleicht dann auch irrtümlich rausfliegt, dass ihr sagt, hey, ihr seid mir so oft miteinander gezockt und du schmeißt mich raus. Bitte schreibt mich einfach an. Wie gesagt, das kann einfach mal passieren, dass ich da im Übereifer mal bei meiner Inventur ein bisschen zu sehr lösche oder einfach jemanden da irrtümlich rauskicke. Also wie gesagt, das ist keine persönliche Geschichte. Mir geht es ja nicht darum, jemand etwas zu Fleiß zu tun. Nö, es ist einfach, Platzbedarf, einfach nur Platzbedarf. Xbox Live ist ja auf 100 limitiert, ist vielleicht ja nicht schlecht, denn ich wüsste nicht, was los wäre, wenn ich jetzt 500 Leute in der Freundesliste hätte. Ich glaube, da würde sein Bildschirm nur permanent herumblinken und blitzen, dass wer online geht, offline geht. Natürlich kann man das ausschalten und habe ich auch meistens ausgeschaltet, beziehungsweise bin meistens einfach auf beschäftigt, damit ich diese Meldungen nicht bekomme, damit ihr hier Videos habt, wo das drin nicht reinblinkt. Ich versuche es mal ab und zu mal anzulassen, weil es ja auch irgendwie nett ist, wenn ihr euch selber auf den Videos dann seht, dass ihr gerade online kommt, zufällig oder wie auch immer. Mal schauen. Solange es im Rahmen bleibt, finde ich es nicht störend. Wenn es mal wieder übermäßig wird, dann muss ich das Ganze einfach knicken. So, jetzt gehen wir hier Richtung Ziel. Die letzte Kurve. Oder letzten Kurven, eigentlich ein kleiner Haken, kommt dann auch da vorne. Und ja, Platz 1 ist wohl mal sicher, würde ich sagen, wenn ich das auf die Karte schaue. Und dann danke ich gleich mal Schlepper 4.0 für dieses schöne Fahrzeug. Wieder in Aston Martin in meiner Sammlung, das freut mich besonders. Ja, ich stehe auf das Fahrzeug, was soll's. Trotzdem dürft ihr mir gerne was anderes schicken. Vielleicht wieder was ein bisschen im Bitwalker-Design wäre nett, was ihr da so für Ideen habt. Und somit sage ich danke fürs Zuschauen. Was, null Schaden? Null Schaden? Ah, okay, wenn er meint. Und sage Tschüss, ciao, euer Bitwalker.